So, aufgepasst, Freunde. Jeder Mensch hat metaphorisch gesprochen ein starkes und ein schwaches Ich. In unserem starken Ich fühlen wir uns selbstbewusst, wir fühlen uns gut und in unserem schwachen Ich niedergeschlagen und schwach. Also nicht durchsetzungsfähig. Und das kann zum Beispiel dann dazu führen, dass wir uns von anderen Menschen viel zu viel gefallen lassen. Im heutigen Video zeige ich dir eine ganz einfache Übung, mit der du zwei Dinge erreichst. Erstens. Du kommst sofort von deinem schwachen Ich in dein starkes, wenn du das möchtest. Und zweitens, du bist immer öfter und immer länger in deinem starken Ich. Dieser Umstand erhöht dann dein Selbstwertgefühl, dein Selbstbewusstsein, erhöht deinen Drive, deine Motivation und sorgt dafür, dass du in deinem Leben mehr Erfolge hast. Außerdem wird dein Alltag erleichtert, du fühlst dich einfach besser, deine zwischenmenschlichen Beziehungen verbessern sich, also im Prinzip dein gesamtes Leben. Bevor ich dir die Übung zeige, stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Alexander und ich zeige dir auf diesem Kanal, wie du ein herausragendes Leben führst, nicht mehr und nicht weniger. Und das tue ich jeden Tag um 17 Uhr mit einem neuen Video für dich. Also, abonniere den Kanal jetzt, betätige die Klingelingeling, die Glocke und dann bekommst du jedes Video von mir angezeigt. So, ich sage dir jetzt, wie die Übung, die ich bereits schon angekündigt habe, funktioniert. Wenn du gerade die Möglichkeit hast, dann mach am besten sofort mit, ansonsten schaust du dir jetzt einmal an und machst dann später. Schließ mal deine Augen und erinnere dich an eine Situation, in der du in deinem starken Ich warst. Also, wo du beispielsweise einen Erfolg gefeiert hast, eine Zeit, in der du selbstbewusst warst, von dir selber überzeugt. Gehe in dieses Gefühl jetzt einmal richtig stark rein. Bade quasi in diesem Gefühl. Und dann stell dir eine Kinoleinwand vor und du sitzt in der ersten Reihe. Die Leinwand geht an und dein Bild erscheint dort. Ein Bild von dir selbst, wie du dich gerade fühlst, in deinem starken Ich. Stell dir vor, wie du aussiehst. In welcher Umgebung befindest du dich? Was hast du für einen Blick? Was hast du für eine Kleidung? Was trägst du? Wie fühlst du dich? Schau dir dieses Bild einmal ganz genau an. Gehe ganz tief in das Gefühl. Und dieses Bild verankert sich ganz tief in deinem Unterbewusstsein. Schau es dir an. Sitz in deinem Kino und schau dir an, das bist du. Und jetzt hebst du deinen rechten Arm bis auf Schulterhöhe. Und wenn ich gleich jetzt sage, dann sinkt dein Arm langsam herunter, noch nicht jetzt. Und sobald er ganz unten angekommen ist, dann öffnest du deine Augen und die Kinoleinwand hat sich tief in dein Unterbewusstsein eingebrannt. Jetzt. Immer tiefer in dein Unterbewusstsein. Das Bild von dir in deinem starken Ich. Weil du bist stark und du bist gut. Jedes Mal, wenn du bemerkst, dass du dich wieder in deinem schwachen Ich befindest, dann nimm dich kurz raus, schließ deine Augen und stell dir vor, wie du in der ersten Reihe von dem Kino sitzt und dich selber siehst. Und du wirst bemerken, dass du sofort wieder ins starke Ich kommst. So bist du jetzt nämlich programmiert. Und wenn du das regelmäßig machst, dann wirst du immer öfter und immer länger in deinem starken Ich verweilen können. Stell dir das mal vor, wie geil das ist, ja? Die ganze Zeit Power! So sieht's aus. Wenn dir diese kostenfreie Übung gefallen hat und du das wertschätzt, dann gib mir jetzt bitte einen Daumen hoch. Und für weitere Tipps dieser Art, folge mir auf Instagram unter alexander.lifestyle. In diesem Sinne, verbleib ich. Bis zum neuen Video, wieder mit umfassbarem Mehrwert. Bis morgen, Freunde. Ciao.